Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Train Controller Tutorial. Und heute geht es bei uns um Geschwindigkeiten. Wir wollen auf unserem Demo-Gleisbild zum Beispiel den Güterzug oder den Nahverkehrszug hier oben starten lassen nach rechts. Dann soll er hier durch diesen Block fahren und in diesem Block soll Folgendes passieren. Wir wollen hier eine Langsamfahrstrecke einrichten, dass er also hier kurz langsam fahren soll und dann soll die Geschwindigkeit weitergehen. Das gibt es jetzt nun über verschiedene Möglichkeiten, wie man dies realisieren kann. Zum einen haben wir natürlich die Möglichkeit, dass wir hier mit diesen Geschwindigkeiten arbeiten oder auch gelb anfordern sagen und dadurch die Geschwindigkeiten verringern. Die andere Möglichkeit und eine sehr elegante Möglichkeit, die man auch überall in anderen Bereichen der Software nutzen kann, ist dies über eine Aktionsmarke zu definieren. Wir setzen einmal hier die Aktionsmarke abwärts. Ich schiebe sie hier ein bisschen weiter raus. Also der Zug soll hier einfahren. Hier in diesem Demo-Beispiel kommt er erst über einen Melder und dann fährt er sofort in den nächsten Melder hinein. Und hier soll nun etwas passieren, und zwar gibt es hier eine Operation bei den Zugoperationen. Hier gibt es nämlich die Möglichkeit, eine zeitweilige Geschwindigkeitsbeschränkung zu verwenden. Und wenn ich die hier mir rüber klicke und mache noch einen Doppelklick darauf, dann sehe ich hier unten zwei Einstellmöglichkeiten. Einmal die Geschwindigkeitsbeschränkung. Ich mache das relativ drastisch auf 30 km/h runter und dann fragt er noch, wie lange soll denn die Rampe sein? Also wie lange soll der Zug Zeit haben, auf diese 30 km/h herunterzugehen? Der Gesamtblock hier ist jetzt mit 50 cm angegeben. Deswegen machen wir in diesem Demo-Gleisbild jetzt eine relativ harte Bremsung, was natürlich in der Realität auf der Modellbahn nicht sehr gut aussieht. Wir machen mal 15 cm, also innerhalb von 15 cm muss er von Maximalspeed, wahrscheinlich 120 km/h, runter auf diese 30 km/h. Da sagen wir okay und okay. Und sind wieder hier in unserem Block. Also was passiert? Die Lokomotive oder der Zug fahren hier hinein, kommen hier auf die Aktionsmarkierung, reduzieren sofort die Geschwindigkeit hinunter auf 30 km/h mit einer Rampe von 15 cm. Ja, und danach, wann soll denn dann der Zug wieder schneller fahren? Das machen wir hier in unserem Beispiel nochmal mit einer Aktionsmarkierung. Das ist die vorhandene, das hier ist die neue. Die schiebe ich jetzt mal bis hier hinunter und sage einfach, die Distanz wäre jetzt, keine Ahnung, 25 cm. Und was soll hier nun passieren? Wir legen hier wieder in den von den Zugoperationen die zeitweilige Geschwindigkeitsbegrenzung hinein und lassen es jetzt auf 0, denn 0 heißt, alle Geschwindigkeitsbegrenzungen oder Beschränkungen sind aufgehoben. Dann sagen wir hier okay und okay und bestätigen das Ganze noch einmal. Dann gehen wir aus dem Editiermodus heraus, starten unsere Simulation und wir nehmen zum Beispiel den Nahverkehrszug und schicken ihn mit Drag and Drop hier rüber. Wir achten jetzt hier unten auf den Tacho. Wir sehen also, er startet sofort mit 120 km/h. Und sobald er hier in den Block hineinfährt, sehen wir, die Geschwindigkeitsbeschränkung war drastisch auf 30. Und er ist jetzt wieder, weil er im nächsten Block ist, sofort wieder auf 120 hochgefahren und kommt jetzt in dem unteren Block zum Stehen. Natürlich kann ich im Editiermodus diese Einstellung hier auch noch
weiter eingrenzen, dass ich zum Beispiel in den Bedingungen hinterlege oder aber auch, dass ich mir hier über die Züge verschiedene Züge aussuche oder Lokomotiven, für die nur diese Einstellung gilt oder eben auch hier Beschreibungen etc. Oder ich suche mir eben gezielt Zugfahrten aus, für die nur diese Regel gelten soll. Dann gilt es eben für diese Züge und Lokomotiven und für alle anderen gilt es nicht. Im Übrigen ganz interessant, ich kann das Ganze nicht nur auf die Lokomotive begrenzen, sondern ich muss ein Zugverband rein, ich kann auch einen Wagen anlegen und den Wagen, den nennen wir jetzt mal einfach Testwagen. Auch dieser Wagen kann übrigens eine maximale Geschwindigkeit haben. Also wenn der Wagen zum Beispiel mit 50 km/h nur fahren darf, aber unsere Lokomotive mit 120 km/h, dann wird immer das genommen, was am langsamsten ist, in diesem Fall den Wagen. Und das schauen wir uns jetzt mal schnell an. Ich bestätige den Wagen. Vorher schaue ich noch, Anschlüsse etc. haben wir nicht. Und jetzt baue ich diesen Wagen an diese Lokomotive heran und sage dann eben Zugverband, Zugverband ändern und sage, zu diesem Nahverkehrszug soll dieser Testwagen gehören, dann wird er hier angekuppelt, schließen und ich sehe auch im Gleisbild wird er mir angezeigt. Dann schieben wir diesen Wagen mal wieder hier hinüber und lassen ihn mal wieder in der Simulation fahren und wir sehen, der Zug nimmt Fahrt auf, kommt aber jetzt nicht über die 50 km/h drüber. Vorher haben wir gesehen, ist er 120 gefahren. Jetzt sehen wir auch bei ihm, tritt jetzt diese Beschränkung auf, beziehungsweise er muss jetzt auch hier sowieso anhalten, weil hier noch eine Belegtmeldung da ist und die kann ich ausschalten, indem ich das Traffic Control mir aufmache und hier kurz hineinklicke und schon fährt die Lokomotive mit dem Wagen weiter, beschleunigt wieder auf 50 km/h. Und hält in dem Block nun wieder an. Jetzt werden sich viele fragen, warum hat er jetzt hier nicht auf 30 km/h, wie wir es eingestellt haben, heruntergebremst. Das war dem zu schulden, dass dieser Block hier belegt war und deswegen hat er ja in dem Block schon in dem Bereich gebremst. Wenn wir ihn jetzt einfach nochmal fahren lassen in der Simulation und schicken ihn hier rüber, dann sehen wir, er nimmt wieder gleich Fahrt auf, fährt auf 50 km/h hoch und sobald er in den Block belegt hineinfährt, das tut er jetzt, dann sehen wir, jetzt greift wieder diese 30 km/h, aber es ist ja nur eine sehr kurze Strecke gewesen, ich glaube ein paar Zentimeter und dann beschleunigt er sofort wieder auf die 50 km/h des Anhängers. Und dann kommt er am Zielblock an. Das war jetzt aber gar nicht unbedingt all das, was ich zeigen wollte. Denn zu zeigen war eigentlich, dass man nicht nur auf die Züge, also auf die Lokomotiven, eine Bedingung setzen kann, für wen diese Geschwindigkeitsbegrenzung gilt, sondern ich kann hier auch sagen, es gilt für den Zug, der eben diesen Anhänger zieht. Also zum Beispiel, wenn ich einen sehr, sehr schweren Eisenerzzug habe und den
schieben oder ziehen mal unterschiedliche Lokomotiven, dann kann ich sagen, egal welche Lokomotive davor ist, ich muss hier nicht auf Lokomotive begrenzen, sondern ich kann sagen, die Geschwindigkeit an dieser Stelle, weil es zum Beispiel bergauf geht, die wird durch die Wagen begrenzt, egal welche Lokomotive die in dem Moment dann zieht oder schiebt. Das war dann unser kleines Video zum Thema Geschwindigkeitsbeschränkungen in Train Controller Version 9 Gold. Vielen Dank für das Interesse und tschüss, bis zum nächsten Mal.